Im 19. Jahrhundert übertraten 33.000 Japaner zur Orthodoxie. Wie kamen sie dazu? Das schaffte Erzbischof Nikolai von Japan, der in 1836 neben Smolensk geboren war. Er ging zu Fuß über 160 Kilometer zum Priesterseminar, um dort die Ausbildung zu bekommen. Er meldete sich auf einen Aufruf in der Priesterakademie in St. Petersburg und so kam nach Japan. Der Heilige erlernte 8 Jahre japanische Sprache und Kultur. Das brachte seine Früchte. Im Laufe von 200 Jahren bedeutete die Verkündigung des Christentums Tod. Der erste Japaner, der sich taufen ließ, war Shinto-Priester Takuma Sawabe. Er wurde Priester Paul. Während des russisch-japanischen Krieges wurde der heilige Nikolai ein Einsiedler. Er konnte die Japaner nicht verbieten, um den Sieg ihres Landes zu beten. Die japanische Kirche umfasst heute 150 Gemeinden und 40 Geistliche.